Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Arne Thomas vom Institut für Chemie. Normalerweise forschen wir auf neuen Materialien für die Katalyse und für eine nachhaltige Energieversorgung. Aber ich halte natürlich auch Vorlesungen im Studiengang Chemie. Und im Rahmen dieser Vorlesung führen wir ja eigentlich jedes Jahr um diese Zeit eine Weihnachtsvorlesung durch. Das können wir natürlich aus bekannten Gründen dieses Jahr nicht tun. Aber wir haben uns gedacht, dann bestücken wir einfach den Adventskalender mit einem Best-of der Versuche unserer Weihnachtsvorlesung. Ganz viel Spaß damit. Tja, so richtig weihnachtlich sieht das ja hier noch nicht aus. Das wollen wir mal schnell ändern, indem wir uns wenigstens eine kleine Christbaumkugel herstellen. Ist ein bisschen Silbernitrat. Ein Schluck Ammoniak. Das ist ein bisschen Hydrazin, ein Reduktionsmittel, das uns hoffentlich gleich das Silber herstellt. Oh, geht schon los. So, unsere Christbaumkugel ist fertig mit einem wunderschönen Silberspiegel. Tja, und wie sich für den Advent ja gehört, ist es draußen auch richtig kalt geworden. Ich komme ja gerade erst von draußen rein und fühle mich auch noch immer sehr durchgefroren. Mal schauen, ob ich denn immer noch so kalt bin. Ja, sieht so aus, als wäre ich immer noch ziemlich durchgefroren. Naja, um ehrlich zu sein, es ist eigentlich kein Eis, was hier aus Wasser entstanden ist, sondern das war eine gesättigte Natriumacetatlösung, bei der das Salz dann ausgefallen ist, als wir es mit einer festen Oberfläche in Berührung gebracht haben. Ja, zu Weihnachten gehören ja auch immer und in die Adventszeit Süßigkeiten, oder? Gummibärchen. Mag ich ganz gerne. Aber was wir uns doch mal überlegen könnten, gerade wenn es so ein bisschen kühl ist draußen, mal ein neues Rezept ausprobieren. Vielleicht warme Gummibärchen, so wie Marshmallows. Mal gucken, wie die so schmecken. Ja. Der Versuch nennt sich die Hölle des Gummibärchen. Also in einem Gummibärchen ist viel Kollagen und Zucker drin. Das heißt, besteht zu großen Teilen aus Kohlenstoff und Stickstoff und Wasserstoff. Und wenn man das in ein flüssiges Kaliumchlorat hineingibt, dann kommt es eben zu einer sehr starken Verbrennung. Und nach Weihnachten folgt ja dann Silvester. Was machen wir an Silvester besonders gerne? Feuerwerk. Schön, oder? Was passiert eigentlich, wenn ich eine Wunderkerze unter Wasser tauche? Was meinen Sie? Warten Sie mal. Probieren wir es mal aus. Nicht so spektakulär, oder? Tatsächlich ist es so, vielleicht haben viele von Ihnen geraten und gesagt, eine Wunderkerze sollte doch unter Wasser brennen. Intuitiv richtig. In dem Gemisch einer Wunderkerze, da ist Bariumnitrat drin, da ist genug Sauerstoff, dass die auch ohne Luft brennen kann. Also tatsächlich kann eine Wunderkerze eigentlich unter Wasser brennen, aber eine einzelne wird einfach so stark abgekühlt von dem Wasser, dass das eben ja, das Feuer einfach ausgeht. Wie ist es denn, wenn wir mehrere Wunderkerzen nehmen? Ein alter Wahlspruch, viel hilft viel. Neben dem Bariumnitrat ist übrigens noch Aluminium und Eisenpulver drin. Das sorgt dafür, dass es dann sehr heiß wird, diese Wunderkerze. Und was gehört noch in die Feiertage? Bunte Lichter natürlich. Da haben wir auch einen kleinen Versuch vorbereitet, der hoffentlich schön bunt ist.
wenn Sie das an Silvester erinnert hat, dann liegen Sie völlig richtig. Da sind genau die Metallionen enthalten gewesen in diesem Pulver, die auch die Raketen an Silvester farbig färben. So, jetzt haben wir ja schon einiges für das Fest vorbereitet. Also Christbaumschmuck, warm ist uns inzwischen auch. Was brauchen wir denn noch? Ach, das leibliche Wohl. Erstmal vielleicht was zu trinken, oder? Vielleicht eine Cola. Okay, ich trinke das jetzt natürlich nicht. Erstens, weil Cola ungesund ist und zweitens, weil es keine Cola ist, wie Sie eventuell ahnen. Sondern was wir hier sehen, ist die Färbung der Jod-Stärke-Reaktion. Das heißt, wir haben ein Jodat reduziert zum Jod. Das ist eine unglaublich komplexe Reaktion, die hier abgelaufen ist, ohne dass wir das gesehen haben, mit ganz, ganz vielen Teilreaktionen, die dann eben erst zeitverzögert das Endprodukt bilden, nämlich das Jod, was man hier mit Stärke anfärbt. Und das gibt diese sehr dunkle Farbe. Ja, wie gesagt, Cola sollte man vielleicht nicht zu viel trinken. Lassen Sie uns doch einfach ein gesundes Getränk schnell herstellen. Das sieht doch gut aus. Dann, tja. Prost und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.